Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 13 Frühstück. In Deutschland gibt es ein Sprichwort. Es heißt, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Ich persönlich glaube das nicht. Viele Menschen haben morgens noch keinen Appetit, noch keinen Hunger. Sie trinken nur einen Kaffee oder einen Tee am Morgen. Auch ich trinke morgens als erstes Wasser und einen Tee. In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Frühstück. Viele Menschen essen gerne Brot zum Frühstück. Brot mit Marmelade oder mit Salami oder mit Nutella. Kennst du Nutella? Das ist eine Schokoladencreme, die man aufs Brot schmiert. Besonders Kinder lieben Brot mit Nutella. Manche Menschen essen lieber Brötchen zum Frühstück. Brötchen, das sind kleine Brote. Normalerweise schneidest du das Brötchen in der Mitte durch und hast dann zwei Hälften, auf die du zum Beispiel Nutella oder Marmelade schmieren kannst. In Deutschland gibt es viele verschiedene Sorten von Brötchen. Es gibt zum Beispiel helle Brötchen, dunkle Brötchen, Brötchen mit Körnern oder Brötchen mit Samen und so weiter. Am Wochenende gehen viele Menschen zum Bäcker und kaufen sich frisches Brot und Brötchen für das Frühstück. Du kannst Brot und Brötchen heutzutage auch im Supermarkt kaufen. Die Brötchen vom Bäcker schmecken aber meistens besser. Eine andere beliebte Option für ein Frühstück in Deutschland sind Cerealien oder Müsli. Mein Favorit für das Frühstück sind Haferflocken. Normalerweise esse ich zum Frühstück lieber Haferflocken als Brot. Ich esse eine große Schale mit Haferflocken, Rosinen, Nüssen und Früchten, wie zum Beispiel Banane oder Blaubeeren. Ich persönlich esse mein Frühstück relativ spät. Ich esse erst um
10 oder 11 Uhr Frühstück. Auch ich habe morgens noch keinen großen Hunger. Ab und zu trinke ich morgens einen Smoothie. Ich denke, das ist auch ein gesundes und leichtes Frühstück. Was isst du gerne zum Frühstück? Isst du ein warmes oder, so wie ich, ein kaltes Frühstück? Hast du morgens großen oder kleinen Appetit? Schreib es mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Sprichwort. Proverb. Mahlzeit. Meal. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Breakfast is the most important meal of the day. Hunger haben. To be hungry. Als erstes. At first. Etwas aufs Brot schmieren. To put something on the bread. Durchschneiden. To cut through. Hell. Bright. Dunkel. Dark. Körner und Samen. Grains and seeds. Heutzutage. These days. Beliebt. Popular. Haferflocken. Oatmeal. Nüsse. Nuts. Ab und zu. Here and there. Gesund. Healthy. Ein gesundes und leichtes Frühstück. A healthy and light breakfast. Hast du alles verstanden? Wenn nicht, höre die Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening to this episode. If you like this episode, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe my channel for more Slow German Podcast episodes. Tschüss und bis bald!